Welche Erwartungshaltung haben Sie an die Bundesregierung? Naja, dass jetzt noch was geliefert wird. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Sie haben im Koalitionsvertrag eine Menge versprochen und davon noch gar nichts eingelöst, was die Rechte behinderter Menschen angeht. Und Aladin Elmar Falani hat mal gesagt, dass das der am schlechtesten umgesetzte Koalitionsvertrag ist. Und das will was heißen. Man könnte meinen, mit Inkrafttreten des Grundgesetzes seien die Belange von Menschen mit Behinderung konsequent beachtet worden. Also wir haben im Koalitionsvertrag wirklich eine Menge verabredet. Nicht wir, sondern die Koalitionsfraktionen. Und ich bin einfach der Meinung, es ist jetzt hohe Zeit, dass was passiert. Also das Behindertengleichstellungsgesetz muss jetzt kommen. Es muss unbedingt dazu führen, dass eben auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Zum Beispiel, wenn es um Kinos geht, wenn es um Theater geht, wenn es um Ärztinnen und Ärzte geht. Das muss auf jeden Fall kommen. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, also das Thema digitale Barrierefreiheit, muss nochmal angepackt werden. Wir reden auch natürlich über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das ist ein wichtiges Gesetz. Also es gibt noch eine Menge zu tun und ich glaube, es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass jetzt was passiert. Ich hoffe sehr jetzt, nachdem auch der Haushalt einigermaßen klar ist, dass jetzt nach der Sommerpause wirklich nochmal mit einem Sprint gestartet wird und es wirklich was passiert. Wir haben ja tatsächlich aus dem Koalitionsvertrag noch einiges an Vorhaben im Bereich Behindertenpolitik. Ich freue mich sehr, dass der Entwurf für das Behindertengleichstellungsgesetz, die das Thema Barrierefreiheit regeln, dass der jetzt in vermutlich noch diese Woche an die Verbände und die Länder verschickt wird, sodass da die Rückmeldungen tatsächlich eingeholt werden und wir dann tatsächlich in die konkrete Gesetzgebung an dieser Stelle einsteigen können. Beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also die Frage, wie regeln wir Antidiskriminierung, gibt es im Moment Gespräche zwischen den Fraktionen und da werden wir uns natürlich auch mit Nachdruck dafür einsetzen, dass wir das noch umgesetzt bekommen. Ja, und dann ist ja jetzt auch ganz aktuell der Aktionsplan für ein inklusives, diverses, barrierefreies Gesundheitswesen quasi von Minister Lauterbach vorgestellt worden und könnte sein, da sind ganz viele Maßnahmen drin, manche kann man so umsetzen, ohne dass man Gesetze machen muss und bei manchem muss man gucken, ob da vielleicht auch nochmal Gesetzgebung erfolgt. Das ist so mein Bereich, den ich verantworte, wo also noch eine ganze Menge zu tun ist und natürlich steht das Thema Werkstätten auch noch auf der Tagesordnung, aber das macht meine Kollegin Corinna Rüffer. Wir arbeiten an den Themen weiter, die auf dem Schreibtisch liegen, weil wir, wie gesagt, wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem zum Thema Inklusion Menschen mit Behinderung sehr viel drinsteht. Und wir haben in diesen verbliebenen Monaten, man wird ja auch nicht sozusagen bis kurz vor der Bundestagswahl Gesetzgebung machen können, das heißt, die Zeit drängt. Wir haben ganz viel auf dem Tisch und versuchen das jetzt auch über den Sommer zu bearbeiten. Da sind Themen dabei, wie Verbesserung von Leistungen für Familien mit behinderten Kindern, pflegende Angehörige. Das ist der Bereich, da haben wir jetzt in einem Gesetzentwurf schon rein verhandeln können, dass Hilfsmittel zukünftig nicht mehr über den medizinischen Dienst laufen, wenn die Ärzte Verschreibungen vornehmen, sondern dass zumindest bei den SPZ diese Verordnungen dann auch gelten und umgesetzt werden. Und wir wollen eigentlich, dass das auf der Ebene der Fachärzte außerhalb dieser spezialisierten Einrichtungen auch noch da hineinkommt. Aber wie man es dreht und wendet, das ist natürlich eine Riesenentlastung für Familien, die häufig über Jahre da im Zweifelsfall vor Gericht kämpfen müssen, bis sie ihre Leistungen bekommen. Ja, die Kinder schon aus den Hilfsmitteln rausgewachsen sind. Also ich glaube, alle, die das hier ansehen, wissen, wovon ich rede. Das ist ja ein Albtraum mit der Bürokratie. Ne? Dann sind da so Themen wie der Bereich Kontergan-Geschädigter, über den wir selten reden. Da haben wir eine Stiftung aus historischer Verantwortung. Der ist stark an Transparenz mangelt. Wir haben viel zu tun mit Menschen mit Kontergan-Schädigungen, die häufig in den vergangenen Jahren das Gefühl hatten, dass diese Stiftung eigentlich gegen sie arbeitet, anstatt die Leistung zu erbringen, wofür sie geschaffen worden ist. Da sind wir, und das ist eine schöne Sache, interfraktionell
sehr intensiv am Arbeiten, um da wirklich zu Verbesserungen zu kommen. Wir arbeiten an dem Thema Pränataldiagnostik. Das machen wir schon sehr lange. Wir haben es jetzt geschafft, einen Antrag ins Parlament auch wiederum interfraktionell einzuspeisen, der darauf zielt, ein Expertengremium einzusetzen und ein Monitoring auf den Weg zu bringen, um zu gucken, welche Effekte haben eigentlich diese Tests in dem Fall auf 13, 18, 21 Trisomien. In wie vielen Fällen läuft das mit der Beratung nicht richtig? In wie vielen Fällen kommt es zu Abtreibungen? Was sind die Tests, die in der Pipeline sind? Also es geht ja nicht nur um die Trisomien, sondern um potenziell ganz viele Fragestellungen. Die Möglichkeiten, also es geht immer um statistische Wahrscheinlichkeiten. Ich nehme jetzt mal den Bereich des Autismus-Spektrums. Da geht man heute davon aus, dass in 90% aller Fälle sozusagen eine genetische Disposition vorliegt. Stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt einen Bluttest auf die Ermittlung vorgeburtlich späterer Behinderungen in diesem Bereich deuten. So, das ist endlos, das ist ein Riesenfass. Da geht es wirklich um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig leben. Wir reden über Inklusion, inklusive Strukturen. Wenn aber die Medizin darauf ausgerichtet ist, Behinderungen vorgeburtlich zu selektieren, dann haben wir ein Problem. Deswegen ist das so ein Megathema, an dem ich sehr, sehr gerne arbeite und an dem wir sehr intensiv arbeiten, so ganz lebenspraktisch. Geht es für uns um die Frage inklusiver Beschäftigung? Wie geht es weiter mit den Entgelten in Werkstätten? Aber auch, wie schaffen wir eine Transformation der Werkstätten, die dahin führt, dass Leute, die einmal da arbeiten, auch wieder rauskommen, dass diese Einrichtungen tatsächlich sich zur Einrichtung der beruflichen Rehabilitation weiterentwickeln. Das ist auch allen bekannt, die das hier sehen. Ja, dass nur 0,3% oder 0,6%, jedenfalls weit unter 1% der Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, später einmal die Möglichkeit haben werden, wieder oder erstmals auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, der dreht sich aber um die Frage, wie kann ich denn die Werkstatt von vornherein vermeiden? Ja, also wie schaffe ich ist, dass Kinder und Jugendliche oder Menschen, die später in ihrem Leben eine Behinderung erwerben, Alternativen leben können zu den Werkstätten. Wie machen wir also den Arbeitsmarkt inklusiv? Da geht es auch um Prävention und Rehabilitation. Wie vermeide ich, dass Leute überhaupt chronisch krank werden? Wie organisiere ich Arbeit so, dass sie anders funktioniert? Und wie kann ich, wenn ich eine Behinderung habe, dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weiter beschäftigt sein? Wie organisiere ich die Übergänge von den Förderschulen, das ist ja häufig der Fall, in das Erwerbsleben unter Umgehung der Werkstätten als Institution? Das ist ein großes weiteres Thema. Wir haben ganz viel auf der Pipeline, natürlich auch den Bereich der Barrierefreiheit, der Verpflichtungen privater, wofür ja Steffi Effner ganz, ganz intensiv kämpft. Also wir haben gut zu tun, wir müssen uns ranhalten. Es geht auch um die Weiterentwicklung des Bundesteilhabegesetzes, die Anrechnung von Einkommen und Vermögen, von dem wir wissen, dass der Verwaltungsaufwand viel höher ist als das, was der Staat am Ende rausholt und was das für den Einzelnen für einen bürokratischen Aufwand bedeutet und wie leistungsfeindlich dieses System ist. Ja, die Anerkennung von Nachteilsausgleichen als Regel in der Gesetzgebung, ganz viele Themen, die wir sozusagen hier versuchen mit Nachdruck voranzutreiben. Wir wollen so viel wie möglich in diesen verbleibenden Monaten realisieren. Wir haben jetzt 3 Jahre Regierungszeit. Leider ist für Menschen mit Behinderung dabei nicht viel rumgekommen. Man hatte große Hoffnung, weil der Koalitionsvertrag war wirklich nicht schlecht, das muss ich auch sagen. Also es stand sehr viel Inklusives drin, zum Beispiel mehr Beteiligung von Menschen mit Behinderung, dass sie bei allen gesetzgeberischen Vorhaben auch von Anfang an beteiligt werden. Und ich sehe da leider nichts. Und die Menschen mit Behinderung sagen auch, sie würden nicht ernsthaft beteiligt. Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner Arbeit. Ich bin im Gesundheitsausschuss. Im Koalitionsvertrag stand drin, dass es ein barrierefreies Gesundheitswesen geben sollte, zumindest ein Aktionsplan. Dieser Aktionsplan sollte im Jahr 2022 fertig sein. Er liegt bis heute dem Parlament nicht vor.
Man spielt offensichtlich auf Zeit. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr noch einen Aktionsplan, aber wahrscheinlich dann keine Aktion mehr. Man spielt offensichtlich wie bei allen anderen Themen, wenn es um Recht auf Barrierefreiheit geht oder wenn es darum geht, mehr Inklusion im Arbeitsmarkt. Man spielt auf Zeit und eigentlich haben die Menschen mit Behinderung keine Zeit mehr. Sie warten darauf, mehr Teilhabe zu haben. Sie warten darauf, überall teilnehmen zu können. Sie warten darauf, Teil dieser Gesellschaft zu sein, wie jeder andere Mensch auch. Und im Moment passiert da gar nichts. Und ich habe auch nicht große Hoffnung, dass im letzten Jahr, so wie sich die Koalition jetzt darstellt, noch irgendetwas, was wirklich die Situation verändert, nach vorne gebracht wird. Vielleicht gibt es noch eine kleine Reform beim Behindertengleichstellungsgesetz oder in einem anderen Gesetz, aber ich glaube nicht, dass da irgendetwas von wirklich die Situation der Menschen mit Behinderung grundlegend zum Vorteil verändert. Und das ist eigentlich traurig, weil nochmal, es stand sehr viel drin und das Recht auf Barrierefreiheit auch im privatwirtschaftlichen Bereich, ein besserer Zugang zum ersten Arbeitsmarkt, vor allen Dingen ein besserer Übergang von den Behindertenwerkstätten in den ersten Arbeitsmarkt. Es sollte der Mindestlohn oder zumindest darüber diskutiert werden für Werkstattangehörige. All das, daraus ist nichts passiert. Im Gegenteil, ich nehme mal ein Beispiel, was zum Beispiel für Taube ein großes Problem ist. Bei den EUTBs, also bei den unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, die wir Gott sei Dank in Deutschland haben und die noch von der alten Regierung eingeführt worden sind bei der Neubewilligung zwar nicht weniger bewilligt worden, aber es gibt all die Stellen, wo Menschen waren, die gebären konnten oder auch selbst taub waren, von denen sind die Hälfte abgeschafft worden. Und das heißt, ganz viele Menschen, die gehörlos sind, haben auch in dem Bereich keine Möglichkeit auf Teilhabe. Und das ist nur eines der vielen Beispiele, wo es eher schlechter geworden ist als besser. Und das ist eine tiefe Enttäuschung. Und ich hoffe, dass dann vielleicht doch noch ein bisschen was im letzten Jahr kommt, aber meine Hoffnung ist nicht groß. Wir haben in dieser Wahlperiode mit dem Koalitionsvertrag, der so stark für Inklusionsfragen sich engagiert hat, wie nie einer zuvor, schon ganz viel umgesetzt. Hervorheben will ich das Gesetz inklusive Arbeitsmarkt 1, bei dem wir ganz viele Dinge geschafft haben, beispielsweise die Genehmigungsfiktion eingeführt haben für die Barrierefreiheitsherstellung von Arbeitsplätzen, bei dem wir das Budget für Arbeit gestärkt haben, bei dem wir mehr Mittel durch Erhöhung der Ausgleichsabgabe, durch Einführung einer vierten Stufe sichergestellt haben. Und darauf bauen wir auf für sozusagen den Endspurt in dieser Wahlperiode. Ganz unmittelbar steht das Behindertengleichstellungsgesetz auf der Agenda, das, wie ich hoffe, noch in diesem Jahr das Parlament erreicht. Dort werden wir Meilensteine setzen bei der Frage von Barrierefreiheit oder aber der Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Teilhabebeschränkungen und Mobilitätseinschränkungen im gesamten öffentlichen Raum herzustellen, unter Einschluss auch der Verpflichtung der privaten Industrie. Wir werden eine große Anzahl von Verbesserungen im Bereich der Mobilität, bei der Frage der Ausgestaltung öffentlicher Gebäude bei der Barrierefreiheit sicherstellen. Und wir werden leider nacharbeiten müssen bei der Frage der Assistenzhunde. Da haben wir aus der letzten Wahlperiode schon übernommen, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden, auch zu öffentlichen Dienstleistungen mit Assistenzhund. Wir haben in dieser Wahlperiode geschafft, das auszubuchstabieren und durch eine Verordnung die gesetzlichen Grundlagen Sorge dafür zu tragen, dass völlig klar ist, wer eigentlich ein Assistenzhund ist. Da stellen wir leider fest, dass uns eine Zertifizierungsstelle fehlt für die Ausbildungsgeschichten. Das bessern wir im Behindertengleichstellungsgesetz auch nach, dadurch, dass wir die entscheidenden Fristen verlängern. Das heißt, wir haben noch ganz viel auf der Agenda. Ich glaube, dass wir außerdem auch noch schaffen werden, die Anpassung des Werkstattentgeltes. Und mein Wunsch ist, dass wir das einbetten in einen größeren Kontext eines Gesetzes inklusive Arbeitsmarkt 2, kurzum für die restlichen 12 Monate, die wir hier noch vergegenwärtigen, haben wir noch sehr, sehr viel vor.